Waren Sie neulich mit uns zusammen in dieser Prager Kaufhalle? Dann erinnern Sie sich bestimmt auch an jene Frau hinterm Ladentisch. Sie heißt Anna Holubowa, ist geschieden, hat zwei Kinder. Die 17-jährige Mischala und den 8-jährigen Petja, der hier gerade die Oma begrüßt. Und dieser Mann im weißen Kittel kommt Ihnen natürlich auch bekannt vor. Das ist Václav Karas, Annas Chef, der Leiter der Kaufhalle, in der Anna seit einem Monat arbeitet. Auch den freundlichen alten Herrn, dem die Kolleginnen und Kollegen zuprosten, den Opa Dominik, kennen Sie schon. Und das ist die Kesse Olina mit den vielen Verehrern. Und Jirschina vom Gemüsestand, deren Geschichte wir heute erzählen. Hahn im Korbe ist der Lagerverwalter Oskar, mit dem Anna hier ein ernstes Wörtchen redet. Sie erinnern sich auch an den Kollegen Willimek, den stellvertretenden Kaufhallenleiter, der eine so enervierende Frau hat. Und nicht zu vergessen, ein Kunde von Anna, Karel. Er interessiert sich offensichtlich nicht nur für die Delikatessen, die Anna verkauft. Sollte diese Schweinerei hier? Etwas mehr Sauberkeit, ja? Wir haben Kartoffeln. Sollen wir sie noch mal einpflanzen oder was? Schnell ausfegen. Jirschina, die Pappelmusen sind da. Jirschina, wo bleiben denn die Zwiebeln? Sie haben Pappelmusen. Ich brauche die Zwiebeln, vorn Oskar soll sich beruhigen. Sitzt du auf den Ohren? Das mach nicht noch mal, du. Ja. Doch, ich musste... Schließlich werde ich nicht dafür bezahlt, dass ich die Arbeit für irgend so ein stotterndes Fallobst mache, klar? Oh. Nicht weinen, kleines Fräulein. Sehen Sie mal, ich habe Ihnen einen so schönen Apfel mitgebracht. Ich kann keine Tränen sehen, ohne dass ich gleich mitheule. Danke. Morgen bringe ich Ihnen noch einen mit. Und übermorgen noch einen. Und übermorgen. So lange, bis Sie mal lächeln, ja? Werden Sie auf mich warten? Seid gegrüßt, Kinder. Gibt's was Neues? Nichts Besonderes. Ein Ladendieb. Hatte eine Büchse Ölsardinen in dem Ärmel. Sonja hat's entdeckt. Aber dann, als sie ihm den Mantel ausziehen sollte, hatte sie mehr Angst als er. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Grüß dich, Jirschinka. Guten Tag. Haben die so schöne Äpfel geliefert? Nein, haben sie nicht. Aha. Also ein Geschenk. Darf man fragen, wer ihn dir geschenkt hat? Er ist von einem Fahrer. Radek heißt er, wissen Sie? Zeig's ihn mir morgen, hm? Sehr hübsch. Sehr nett. Jirschinka, hüte dich vor schönen Männern.
Frau Holubova. Ja, was ist? Meinen Sie, es stört ihn, na, ob... Weil ich... Was? Na, das Stottern eben. Jirzinka. Jede von uns hier hat irgendwas, was nicht besonders schön ist. Die eine ist pummelig, die andere ist eine Bohnenstange und die dritte, also ich habe einen zu dicken Hintern. Und du, die vierte, du stotterst ein bisschen. Und wenn der Junge wirklich was taugt, dann wird er sich nicht daran stören. Och, die Jungs haben in der Schule immer gelacht. Immer. Mir ist es genauso ergangen. Ich war ihnen zu dick. Weißt du, Jirzinka, mach du deine Arbeit und zieh dich hübsch an. Und dann denk dir noch eine schicke Frisur aus, die dir gut steht. Und du wirst sehen, dass er dir morgen nicht nur einen Apfel schenkt, sondern eine ganze Melone. Aber Melonen und im Februar? Ach was, es gibt auch keine so schönen Äpfel und du hast einen. Das stimmt, ja. Na, siehst du. Bitte, würden Sie? Was denn? Mal kosten. Aber den hast du doch von ihm gekriegt, nicht ich? Bloß mal kosten. Na gut. Schmeckt herrlich. Danke. Na ja, aus Kindern werden Leute. Frau Anitschka, schönen guten Tag. Darf ich meinen Sohn vorstellen? Guten Tag. Guten Tag, Karas der Kleine. Nach langer Zeit der Erste aus der Karas-Dynastie, der nicht in den Handel geht. Na, der Olinka, schon gut, ja? Mit der Handelei fing mal irgendein Urgroßvater an und wir sind nicht mehr losgekommen, aber er studiert. Und was studiert? Medizin. Viel Erfolg also. Danke. 4 Jahre hat er schon hinter sich, jetzt geht's bergab. Bei mir geht's immer bergab. Ich werde dir helfen. Und ihr, da schuchtelt ja nicht so viel herum, das ist keine Partie für euch. An die Arbeit, meine Damen, wenn da kommt. Guck jetzt nicht nach den Mädchen, sonst studierst du noch mit 30. Guten Tag. Guten Tag. Glauben Sie, dass 200 belegte Brötchen für Freitag reichen werden? Sicher. Entschuldigung. Aber jetzt sind die Winterferien. Aber die sind doch schon vorbei. Die Kinder gehen am Montag in die Schule. Ach ja, Sie haben recht. Ich werde also nur 200 bestellen. Ich danke Ihnen. Bitte sehr. Wenn es mir einfallen sollte, dass ich ihn haben will, dann kriege ich ihn auch. Diesen Einfall lass lieber fallen. Die Medizinmänner sind hinter mir her wie die Teufel. Bitte? Vorige Woche hat doch so ein Zahnklempner seinen Laden einfach zugemacht und ist hinter mir hergejagt. Direkt bis zum Metro. War was los am Vormittag? Eigentlich nicht. Der neue Salat ist schon da. Der alte Italiener müsste aber auch noch weg. Ich würde mir gern einen Rock aufbügeln. Keine Angst vorm Chef? Wenn ich ausgezogen bin, verschlägt ihm sowieso die Sprache. Und was dann? Na was schon, dann laufe ich einfach weg. Auf Wiedersehen, vielen Dank. Guten Tag. Guten Tag. Nanu, heute schon so früh? Ja, ich arbeite heute zu Hause. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Ich brauche nur eine Kleinigkeit. Dann nehmen wir Englischen. Ist gut, wenn Sie meinen. Und wie viel? Ja, so 300 Gramm. Eigentlich geht's mich ja nichts an, aber wird das für eine Person nicht ein bisschen viel? Nein, für zwei, da kommt ja noch ein Kollege. Na dann ja. Und was noch? Sonst nichts. Wirklich nichts? Nein, es ist ja kein richtiges Abendessen, nur wenn plötzlich jemand Hunger haben sollte. Und wenn plötzlich jemand Durst hat? Wie wär's da mit einem Fläschchen Wein? Er schmeckt sehr gut und ist auch sehr mild. Nein, nein, danke, nein. Doch, Kaffee. Entschuldigung. Ja, auf Wiedersehen, dann... Nicht mal ein Stück Käse? Na, dann geben Sie mir ein Stückchen. Dürfen es auch Käse-Ecken sein? Ja, bitte. Auf Wiedersehen und guten Appetit. Ja, auf Wiedersehen. Was wünschen Sie? Ich möchte bitte von diesem... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich möchte zu gern wissen, was dieser Kerl eigentlich macht. Wen meinst du? Jeden, der mir über den Weg läuft, kann ich in irgendein Fach einordnen. Bloß der guckt mir überall heraus. Das Einzige, was ich weiß, verheiratet ist er nicht. Und woher? Ich weiß nicht, woher ich das weiß. Ich fühle das. Also weißt du es nicht. Wollen wir wetten? Und wer soll den Schiedsrichter spielen? Ich werde ihn einfach fragen. Du bist verrückt. Ich hatte sowieso vor, ihn mir mal zu schnappen. Was heißt schnappen? Ich habe den Eindruck, der steckt in einer Eierschale. Ich habe Lust, da mal reinzupieken. Pardon. Und das werde ich jetzt tun. Ja, um Himmels Willen, aber wieso denn? Ich verabrede mich einfach. Olina, das geht doch nicht. Der hat ja sogar einen Skoda. Da fahre ich mit. Ahoi! Olina, spiel doch nicht verrückt. Morgen werde ich dir erzählen, was sich unter der Eierschale versteckt. Olinas Pullover, der ist schön, weiß Gott. Na, Olina,
Olina ist ja auch ein Einzelkind. Vater gut gestellt, Villa wie eine Burg. Ein Pullover für 400er ist doch deine Kleinigkeit. Du musst dir für dasselbe Geld 2 Pullover kaufen oder sogar 3. 7×10, bitte. Ja, ich hätte ihn aber gern. Bitte 1/2 Kilo Quark, aber ja nicht mehr, wenn ich bitten darf. Genau 1/2 Kilo. Soll es weicher oder harter sein? Ach, sagen Sie, 2 Sorten gibt es? Sogar 3, 2-mal weichen und 1 Sorte harten. Wozu brauchen Sie es denn? Das weiß ich nicht. Ich werde mal schnell fragen. Vielleicht kommen wir drauf, wenn Ihnen einfällt, was Ihre Frau heute kocht. Nein. Dankeschön. Ich bin gleich zurück. So, da wäre ich wieder. Ist Ihre Frau auch hier? Nein, aber mir ist es wieder eingefallen. Knödel will sie kochen. Knödel mit Quark, ja. Welchen brauche ich denn da? Für den Teig weichen und zum Bestreuen dann harten. Oh je, nun bin ich wieder da, wo ich war. Ich denke weichen. Statt Streukäse geht ja auch ausgelassene Butter. Mit Butter, ja. Geben Sie mir den weichen. Ich sag ganz einfach, dass kein anderer Machen da sie war. Das. Macht es Ihnen auch nichts aus? Nein. Hauptsache, dass Sie nicht nochmal laufen müssen. Mir geht beim besten Willen nicht. Ich muss mich sowieso schon strengen. Und weißt du vielleicht, wen ich noch fragen könnte? Oskar, boxt du Jürgen kein 100er? Wir schreiben nichts an. Sowas führt nur zu Streit. Erst verlierst du die Ware und dann den Kunden. Der borgt nichts. Das wusste ich. So, Mädchen, damit du siehst, dass der liebe Oskar ein goldenes Herz hat, hm? Yay, Oskar! Nadinka, komm, setz dich auf den Thron. Los geht's! Platz für die Lady von Freistand und ihr Fass! Ach, ihr seid wohl ganz verrückt geworden, oder was? Wissen vor Übermut nicht, was sie anstellen sollen. Oberjugend will sich austoben. Ich werde hier nicht mehr alt. Nein, wer soll denn das aushalten? Frau Kubankova, würden Sie mir nicht vielleicht was borgen? Ein Kilo. Wovon ein Kilo? Na, so ein 100er. Ach, Geld meinst du? Aha. Ist jung und ledig und muss sich Geld zusammenborgen. Wofür bitte, wenn ich fragen darf? Ein Pulli kaufen. Wie Ollis. Ach, zur Parade. Da müsste ich ja Dresche kriegen, sowas zu unterstützen. Dresche? Weil ihr nichts anderes mehr im Kopf habt, ihr jungen Dinger. Nur noch Klamotten kaufen. Ich sag dir, als ich so alt war wie du jetzt, ich hab die Sachen meines Bruders aufgetragen und ich war froh, dass ich sie hatte. Ich weiß schon, von wegen wie Ollis. Die kauft sie doch ein, wo der Rücken nackt ist. Wieso sind sie nicht bei der Flaschenannahme? Die bringen bloß 3 Stück und trotzdem steht an der Schlange. Dass Jirschinka durch die Gegend streutelt, das sieht man nicht. Aber mit einer alten Frau, da kann man's machen. Ich kündige zum Ersten. Wie viel brauchst du noch, Jirschinka? 200. So viel nicht. 100er schon. Danke. Lieb von Ihnen. Schön gut. Ich kann mich noch recht gut an die Zeit erinnern, als ich für ein Rendezvous in ganz Prag nach einem Pulli gesucht habe. Und dann, was ist passiert? Was Schlimmes. Wir haben geheiratet. Guten Abend. Schon Dienstschluss? Guten Abend. So ist es. Und ich fange erst an. In 2 Tagen komme ich wieder. Das ist ein Dienst, was? Na, kommen Sie doch zu uns. Wir brauchen Leute. Alles gut, ich überleg's mir. Auf Wiedersehen. Grüß dich, Mutti. Grüß dich, Andulka. Ahoi. Ahoi. Mein Gott, siehst du müde aus. Ach wo, bei uns geht's doch noch relativ gemütlich zu. Mhm. Na, Mutti, wie gefällt dir die Wohnung? Hm. Ihr hättet die andere behalten sollen. Ich fand die andere viel schöner. So eine schöne Wohnung findest du nie wieder. Nicht um die Welt möchte ich zurück. Ich bin froh, dass ich dort weg bin. Und bei euch in der Poliklinik? Viel Betrieb, was? Jetzt? Im Februar? Ganz schlimm. Es ist Winter und da erzählt uns jeder, dass er sich eine Grippe geholt hat. Hast du mir was mitgebracht, Mama? Grüß dich, Petja. Hi, Mama. Reicht es nicht, dass ich wieder da bin? Naja, das schon. Hm? Aber wenn du mir das mitbringst, ist es noch besser. Aha. So. Gelee in Schokolade. Aber nach dem Essen. Ich hab doch aber schon gegessen. Wieso? Na, von Oma. Oma hat 3 Rouladen mitgebracht. Sie sind zufällig übrig geblieben und da habe ich sie mitgebracht. Ja, selbstverständlich. Du bist allein und zufällig sind 3 übrig geblieben. Ja, doch, von gestern. Ich mach sie dir schnell warm. Ist es nicht vielleicht so, dass du gedacht hast, ach je, die armen Kinderchen, die ganze Woche haben sie nichts Anständiges zu essen bekommen. Ja. Michaela ist wohl nicht da. Die ist da, sie will aber allein sein. Und warum will sie allein sein? Weil sie sich gestritten hat mit Oma. Ja, weshalb denn?
Weiß ich nicht, weil ich nicht zugehört habe. Na gut. Aber ein Wort hast du doch bestimmt gehört, oder auch nicht? Hm? Um Vati ging es. Ahoi. Ahoi. Na, was ist? Hast du Kopfschmerzen? Hab ich nicht. Hm. Und Hunger auch nicht? Ich mag Großmutters Rouladen nicht. Was haben sie dir denn nur getan, Großmutters Rouladen? Ich möchte dir sagen, dass ich es kategorisch ablehne, dieses Zimmer zu verlassen, solange deine Mutter bei uns zu Besuch ist. Na, sag schon, was hat sie gemacht? Na, frag sie doch. Da hört sich doch alles auf. Man wird doch wohl noch seine Meinung über einen Menschen äußern dürfen, der dich und deine Familie verlassen hat. Wenn ich es richtig verstehe, dann hast du etwas über Jirka gesagt, womit Michaela nicht einverstanden ist, ha? Michaela nicht einverstanden? Sehr zart ausgedrückt. Angeschnauzt hat sie mich, mit welchem Recht ich ihn in den Dreck ziehe. Was hast du ihr eigentlich gesagt? Na, was? Was denn schon? Michaela ist schließlich kein Kind mehr. Einmal muss sie doch alles erfahren. Was alles? Na, was er wirklich für ein Mensch ist. Und wenn du es ihr nicht sagst, dann muss es eben ein anderer tun. Mutti, wenn ich mich von Jirka getrennt habe, dann heißt das doch nicht, dass ich auch die Kinder von ihm trennen müssen. Was heißt hier trennen? Er hat doch seine Kinder aufgegeben. Das ist doch nicht wahr. Und wenn er nichts Unüberlegtes tut, dann wird er sie auch behalten. Ich weiß schon, weshalb du das sagst. Was denn? Ich weiß es sogar ganz genau, Anna. Was? Du bist noch lange nicht mit ihm fertig. Warum sagst du nichts? Ich muss noch darüber nachdenken. Ich hab doch recht, oder? Nein, das glaube ich nicht. Es stimmt, ich denke an ihn. Aber ich warte nicht auf ihn und ich will ihn auch gar nicht mehr. Und was ist mit Michaela? Was soll mit ihr sein? Na, sie muss sich doch wenigstens bei mir entschuldigen. Ich bitte dich, lass doch das Mädchen in Ruhe. Ehrlich gesagt, es gefällt mir, wie sie um ihren Vater kämpft. Ja, wenn dir das natürlich imponiert, dann ist das selbstverständlich was anderes. Mami, ich bitte dich um alles in der Welt, sei großzügig. So großzügig wie du, danke. Lass doch die Töpfe hier, Mutti. Ich wasche sie ab und bringe sie dir dann. Das brauchst du nicht. Das ist überflüssig. Das mache ich selber. So, mach's gut. Tschüss dann. Ahoi, Oma, bringst du nächstes Mal Quarkmandeln mit? Du kannst rüber essen kommen. Großmutter ist weg. Ich mache darauf aufmerksam, dass ich ihre Roulade nicht esse. Eine Ohrfeige willst du wohl nicht? Was soll das Theater? Hey, Sie da, wen suchen Sie? Die Hirschina als Sexbombe. Mir bleibt die Luft weg. Es ist nicht erlaubt, hinter den Ladentisch zu. Hirschina, ich bitte dich. Was soll denn das bedeuten? Wie siehst du denn aus? Wie schon? Normal, denke ich. So willst du Kartoffeln und Gemüse abwiegen? Klar doch. Das will ich sehen. Hirschina, Apfelsinen und Bananen. Los, los, komm. Ich gehe schon. Soll ich nicht lieber gehen? Nein, ich flitze. Pardon. Weißt du, dass du damit ganz irre aussiehst? Wirklich? Wie war das doch? Bananen im Haar und an den Ohren Apfelsinen. Fahren Sie bitte den Wagen näher an die Rampe.
Mama, Mama, mach ich! Bitte? Bitte wäre es möglich, 30 Brötchen à la carte zu bestellen, Fräulein. Selbstverständlich, meine Dame. Ich bräuchte sie für Freitag. Bitte bis um 10 abholen, damit unser Zeug nicht übers Wochenende liegen bleibt. Aber gewiss, Fräulein, ich hole sie ab. Dann ist gut. Gegen 12 erst allerdings. Gegen 12 erst? Ausgeschlossen. Auch nicht, wenn ich Ihnen garantiere, dass ich ganz bestimmt komme. Das kennen wir. Und dann sitze ich da und kann Sie alle ganz alleine aufessen. Aber ich bitte Sie, ich bin Ihr Kunde, seit die Halle eröffnet ist. Da kann man wohl etwas mehr Vertrauen erwarten. Ich kenne Sie nicht, meine Dame. Ihr Gesicht hätte ich mir bestimmt gemerkt. Ich kenne die Dame. Kommen Sie nur um 12. Vielen Dank. Sehr freundlich von Ihnen. Vielen Dank. Pünktlich um 12. Auf Wiedersehen. Kennen Sie die wirklich? Natürlich nicht, aber wir werden doch in der Lage sein, die 30 Brötchen zu verkaufen, wenn sie tatsächlich nicht kommen sollte. Lieber weniger Kunden als solche Kunden wie die da. Na, hoffentlich bessert sich deine Laune. Sieht aus, als ob deine gestrige Spazierfahrt mit unserem Unbekannten schiefgegangen wäre. Die? Erinnern Sie mich bloß nicht daran. Habt ihr euch gestritten? Mit dem kann man sich da überhaupt nicht streiten. Wieso? Weil es keinen Grund gibt. Zum Streiten habe ich noch immer einen Grund gefunden. Siehst du, ich auch. Nur mit ihm. Gibt's keinen Gesprächsstoff. Den interessiert nichts. Nicht, welche Schlager in sind, nicht, was im Kino gespielt wird, was es in den Geschäften Neues gibt, auch nicht. Na, und schon gar nicht, was er anzieht. Bitte? Ich hätte gern Torte mit Sahne. Stellen Sie sich vor, der weiß nicht mal, was Safari ist. Eine Tierjagd in Afrika ist es. Schon schlimm. Aber jetzt platzt die Bombe. Er trägt Safari-Look. Können Sie sich sowas vorstellen? Und wie ist es ausgegangen? Na, gar nicht. Nach einer halben Stunde habe ich es aufgegeben, mit so einem Menschen den ganzen Abend zu verbringen. Schon der Gedanke erledigt ein Jahr. Das habe ich ihm auch gesagt. Was? Dass man mit ihm nicht reden kann. Und er? Hat zugegeben. Er war fast ein bisschen niedergeschlagen. Dann hat er Jirgi Korn mit Alish Ulm verwechselt. Das war der Gipfel. Sagen Sie, finden Sie das etwa lustig? Nein. Wo werde ich denn? Ich hoffe, Sie verwechseln den Korn nicht mit dem Ulm. Ach, ich fürchte, ja. Tja, da kann man nur noch verzweifeln. Jirschenka, du weinst ja. Ich weine nicht. Was ist denn los? Ist es wegen Radek? Ist er nicht gekommen? Doch. Und? Mich ausgelacht hat, abgestattet. Das kann doch nicht sein. Bist du sicher? So machen es die Jungen alle. Und darum krieg ich den Mann. Weißt du was? Wir gehen zu einem Arzt und lassen das Stottern beseitigen. Das geht nicht. Hast du es denn schon mal versucht? Nein. Aber ich weiß es. Nichts weißt du. Du wirst sehen, dass es geht. Nein, es geht nicht. Was ist denn? Willst du es loswerden oder nicht? Doch. Gut. Wir gehen zu einem Arzt. Und zwar noch heute. Poliklinik Ambulanz? Grüß dich, Mutti, ich bin's. Ich habe eine Bitte. Grüß dich. Ist bei euch ein Arzt, der Sprechschwierigkeiten behandelt und sie beseitigen kann? Was denn? Eines der Kinder hat Sprechschwierigkeiten? Das habe ich ja noch gar nicht bemerkt. Nein, nicht die Kinder. Ein Mädchen bei uns hier, es eilt sehr. Offenbar hast du nicht genug eigene Probleme. Versuch's das bitte mal, Mutti. Bleib am Telefon, ich versuch's vom anderen Apparat. Gut, ich warte. Andulka, besorgen Sie sich Ihre Heiratskandidaten per Telefon? Was denn? Besorgt man sie sich jetzt per Telefon? Selbstverständlich. Nur alte Ehekrüppel, wie ich es bin, benutzen das Telefon für dienstliche Angelegenheiten. Hallo, Aninka. Dr. Ludwig hat heute Nachtdienst. Du könntest sie nach 20 Uhr herschicken. Lieb von dir, danke. Oh nein!
Damit kannst du unmöglich mich gemeint haben. Aber doch, ich bestehe sogar darauf. Ahoi. Na, Jeschenka, alles in Ordnung. Heute Abend erwartet er uns. Der Arzt? Hm? Aber ich müsste vorher nach Hause. Dann isst du eben bei uns Abendbrot, ne? Leg schon ab, Jeschina. Micha, borg Jeschina mal einen Pullover. Ja. Kommt die etwa jeden Tag so zur Arbeit? Nein, natürlich nicht. Und warum hat sie ihn heute an? Sie wollte bei einem jungen Eindruck schinden. Und, hat sie? Überhaupt nicht. Ich frage mich immer, warum die Mädchen so blöd sind, sich wegen der Jungs zu verkleiden. Könnte mir nie passieren. Wollen wir hoffen, dass du deine Meinung nie änderst? Ich? Nie. Jetzt. Hier, Jeschenka. Probier mal, ob der passt. Danke. Diesen hier werfe ich weg. Kommt überhaupt nicht in Frage. Den werden wir gut verkaufen. Ich weiß sogar schon an wen. So, jetzt machen wir nur noch schnell Abendbrot und dann gehen wir los zum Doktor. Glauben Sie, dass er mir helfen kann? Darüber mach dir mal keine Gedanken. Sonst müsste ich ja Kleinholz machen aus diesem Doktor. Oder noch besser, wir schicken ihm Petja auf den Hals und er piekt ihn mit seinem Gewehr. Meine Antwort ist nicht gerade erfreulich für Sie. Ich habe wenig Hoffnung. Vielleicht im Laufe vieler Jahre, aber... Ich habe gedacht, man könnte es kurieren. Jeder hat von der Arbeit des anderen, die er nicht versteht, sehr optimistische Vorstellungen. Warum sind Sie nicht zu mir gekommen, als Sie klein war? Dann wären wir schon ein Stück weiter. Kann man nichts für Sie tun? Man darf ihr vor allem keine falschen Hoffnungen machen. Ist das Ihre Tochter? Eine Verwandte? Nein. Nein, und darauf kommt sie auch nicht an. Das ist wahr, darauf kommt es wirklich nicht an. Ich danke Ihnen, Herr Doktor. Komm, Jeschina, wir können gehen. Was hat er gesagt? Dass es behandelt werden muss. Und wird das heilen? Selbstverständlich wird er es heilen. Nur es wird ziemlich lange dauern. Und wie lange? Weiß ich nicht, weiß nicht mal der Doktor. Ich habe dir falsche Hoffnungen gemacht. Ich hätte dir nicht sagen dürfen, dass sowas schnell geht. Was jetzt? Ungefähr vor einem Jahr habe ich mir diese Frage auch gestellt. Immer und immer wieder die gleiche Frage. Nur hatte ich es natürlich leichter als du. Die Kinder waren da, um sie musste ich mich kümmern. Sie meinen schwer, nicht wahr? Leichter, Jeschina. Man staunt, was plötzlich alles geht, wenn man Verantwortung trägt. Verantwortung? Sagen Sie, ich würde, ich möchte, ich... Ach. Mann! Gib mir auch einen. Und sowas habe ich übersehen. Ich habe neulich einen österreichischen gekauft. Der ist zwar totschick, aber ich finde ihn viel zu teuer. Sie wurden auf den Ladentisch gepackt und im Nu waren sie weg. Wo ist denn der her? Aus Italien? Aus Frankreich. Aus Hawaii? Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Die schönsten und elegantesten Pullover kommen nach wie vor aus Frankreich. Haben Sie den gekauft? Um Gottes Willen. Gib mir mal die Kette. Ich hab ihn von einem Bekannten zu Weihnachten bekommen. Aber mir fehlt was dazu, die Filmstar-Figur. Jeschenka hat ihn auch schon probiert, aber er steht da nicht. Du siehst doch ganz ziemlich breit aus. Mein Gott, das kommt da nicht auf hinten an. Für sowas hat Jeschenka nicht die elementarsten Voraussetzungen. Das sag ich doch. Da muss man ja immer einen Kamm oder eine Forke mit sich rumschleppen zum Fransenstriegel. Fransen sind in. Sind 350 zu viel dafür verlangt? Oder nicht? Da müssen sich die Eltern eben wieder strecken. Wenn sie eine schöne Tochter haben wollen, dann müssen sie sich das auch was kosten lassen. Na bitte, wer sagt's denn? Das mache ich Ihnen ja auch immer wieder klar. Na, zufrieden, Jeschenka. Dankeschön. Sie sind sehr lieb. Gut, ich bin lieb, aber du siehst vergrämt aus. Warten Sie. Dankeschön. Wann ist es denn eigentlich soweit? In 3 Monaten. Und wie es aussieht, wird's ein Fußballer werden mit dem kräftigen Tritt. Ich möchte mich gern um... ein Kind kümmern. Dazu hast du noch reichlich Zeit. Und vor allem, sag das nicht laut vor irgendeinem Bengel. Stimmt, genau. Die hat vielleicht Schwein. 11:45. Bitte? Die ist doch wohl von der Sklerose gepackt, oder was? Bitte, sieh da!
meine Dame. Guten Tag. Haben Sie bei uns nicht etwas vergessen? Ich? Oder kommen Sie noch mal zurück, um die Brötchen zu holen? Nein, ich werde keine holen. Keine? Nein, mir passt es heute nicht. Aber Sie haben sie doch bestellt. Ich brauche sie nicht, Fräulein. Ich habe meine Disposition geändert. Und das sagen Sie mir einfach so. Ja, wie soll ich es Ihnen denn sagen? Hätten Sie überhaupt was gesagt, wenn ich Sie nicht angesprochen hätte? Sie haben gesagt, wenn ich nicht bis 12 komme, werden Sie die Brötchen anderweitig verkaufen. Das war eine ganz klare Abmachung, Fräulein. 10 wurde gesagt, meine Dame, bis 10. Mit 12 hatten Sie uns überredet, meine Kollegin und mich. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich nie darauf eingegangen. Ich muss sagen, dass es bei Ihnen selbst der minimalsten Höflichkeit ermangelt. Hat der Mensch Töne? Ich bin nicht höflich genug. Ich bin auch viel zu höflich zu solcher Zicke wie Sie. Was haben Sie da gesagt? Ich habe gesagt, was ich denke. Und wenn Sie wollen, gebe ich Sie noch schriftlich. Rufen Sie sofort Ihren Vorgesetzten. Ja, bitte. Kommen Sie. Zu Ihren Diensten, bitte. Wenn die sich nicht sofort bei mir entschuldigt, dann kann die sich auf was gefasst machen. Was heißt die, meine Dame? Ich muss um Höflichkeit... Ich soll höflich sein? Wissen Sie, was die zu mir gesagt hat? Nein, weiß ich nicht. Ich war hinten. Bitte sagen Sie. Ich wäre eine Zicke. Kollege Kappers, das Weib hat uns sitzen lassen. Auf 30 belegten Brötchen, bitte schön. Sie haben sich 30 belegte Brötchen Hier bestellt. Geht es nicht um Brötchen. Hier geht es darum, was aus der Zicke werden soll. Entschuldigen Sie doch, meine Dame, aber schön der Reihe nach. Es stimmt also, dass Sie 30 Brötchen bestellt haben. Ja. Und die wollen Sie jetzt nicht mehr. Selbstverständlich will ich sie nicht mehr. Und schon gar nicht von hier, wo man Kunden grob beleidigt. Erst hat sie gesagt, dass sie die Brötchen nicht will. Erst dann, danach habe ich Zicke zu ihr gesagt. Na bitte, sie hat es zugegeben, sehen Sie? Olinka, und Sie alle hier sind Zeugen. Ich muss doch sehr bitten. Würden Sie mir bitte sagen, warum Sie die belegten Brötchen nicht Wenn man nicht was nehmen? Bestellt, muss man es auch nehmen. Wie komme ich dazu? Für Sie. Das ist doch nicht zu glauben, so eine Frechheit. Bis 12, habe ich gesagt. Diese Verkäuferin wird es bestätigen. Bis 12, habe ich gesagt. Stimmt das? Ja, gewiss. Die Brötchen wurden ordnungsgemäß bestellt und deshalb hat diese Dame Vorzugsrecht. Ja, die belegten Brötchen gehören wirklich ihr. Warum ist mir das nicht gleich aufgegangen? Gegen die Kunden ist man sich immer einig. Diese Bude sieht mich nie wieder. Sie glauben gar nicht, meine Dame, wie sehr wir uns darüber ärgern. Olli, komm mal. Hast du mal darüber nachgedacht, was das Wesen unseres Berufs ist? Doch wohl nicht einen gestreiften Pulli und einen gelochten Schal zur Schau zu stellen, wie so ein Buntspecht. Aber ich hab... Nein, vielleicht solltest du dir mal klar machen, dass du für die Kunden da bist. Und nicht umgekehrt. Versteh mich richtig. Ich muss auch was einstecken können, wenn ich hinter dem Ladentisch stehe. Begreif doch, Mädchen, diese Frau ist doch auch nur ein Mensch. Vielleicht hatte sie gerade einen großen Ärger hinter sich. Sagen wir, ihr Chef hat sie beleidigt. Oder noch was Schlimmeres, ihr Mann hat sie verlassen. Oder sie hat sich mit der Tochter gestritten und so weiter. Und was meinst du, wo sie diesen Eimer voll Wut auskippt? Bei dir, bei der Verkäuferin. Natürlich kann auch dir gerade dein Freund weggelaufen sein. Du kannst dich eben mit deiner Mutter gezankt haben oder mit aber deiner Freundin. Sicher, aber du musst es runterschlucken. Irgendwie damit fertig werden, sonst hast du nämlich kein Recht darauf, hinter dem Ladentisch zu stehen. Soll ich mir denn alles gefallen lassen von solchen Arroganten? Das sagt doch kein Mensch. Aber Sie haben doch eben gesagt, dass man... Ich habe nicht, im Gegenteil. Du musst vor niemandem kriechen oder servil sein. Mütterchen, du Zartes, was machst du denn? Von dir habe ich nicht erwartet, dass du mich aufs Kreuz legst. Ach, entschuldigen Sie bitte vielmals. Wir haben beim Rettungsamt angerufen, aber die Wagen sind alle unterwegs. Ob wir nicht selber? Soll ich es vielleicht noch mal woanders versuchen? Ich kenne einen Beifahrer. Ich werde gleich mal mit ihm telefonieren. Damit sie mir der Kerl irgendwo umkippt, kommt gar nicht in Frage. Ich werde selber fahren. Los, fass schon sie mit meinen, an. Himmlischer Vater, geht's mir schlecht. Dann müssen wir aber den Laden zumachen. Berthe, ein Lebensmittelladen wird nie geschlossen. Das ist unsere heilige Pflicht, denn die Menschen wollen essen. Und außerdem gibt's auch noch den Umsatzplan. Oskar, bringst du mir bitte noch ein Stück Emmentaler? Was kriege ich dafür? Solltest dich schämen, meine arme Frau so auszubeuten. Guten Tag. Oh, guten Tag. Ja. Kann ich etwas bei Ihnen kaufen? Das können Sie, gewiss doch. Aber nur, wenn ich Sie nicht aufhalte. Ich bin hier, um zu verkaufen. Was möchten Sie denn? Was fürs Wochenende möchte ich gern. Irgendwas, was nicht viel Arbeit macht. Dann nehmen Sie doch ein paar belegte Brötchen. Gut, nehme ich. Wie viel nimmt man da so? Sagen wir mal 30. Nehme ich. Bloß könnten Sie sie mir vielleicht irgendwie einpacken. Selbstverständlich packe ich sie Ihnen ein. Aber alle 30? Sie werden doch nicht von Samstagmorgen bis Sonntagabend nur belegte Brötchen essen wollen. Warum sollte ich nicht? Man muss doch mal was Warmes essen. Ich koche mir doch einen Tee dazu. Tee ist aber kein warmes Essen. Ich esse belegte Brötchen gern. Na, wenn schon, ich gebe Ihnen 10. Das sind mehr als genug. Und Mittag werden Sie eben essen gehen. Entscheiden Sie eigentlich immer so resolut über andere? Immer. Und über sich auch? Auch, aber das ist schwieriger. Morgen Mittag werde ich an Sie denken und mich fragen, ob Sie meinen Rat auch befolgen. Feierabend, ich kratze die... Oh, guten Tag. Auf Wiedersehen. Ja. Auf Wiedersehen.
Hat sie Ihnen was erzählt? Nur ein bisschen was angedeutet. Ja, so ist das. So ist das immer mit mir. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Worüber haben Sie bloß so lange geredet? Ist es denn wirklich so lange gewesen? Irrsinnig lange. Bei mir war schon nach einer Minute Schweigen im Walde. Mit einem wie ihm kann man sich stundenlang unterhalten. Was? Dieser Oskar, wo bleibt denn nur mein M? Bitte, Andulka, kommen Sie doch mal auf den Sprung mit rein. Aber der Stand ist da nicht gesetzt. Springt schnell ein. Aber Chef, ich habe Feierabend, mein Rendezvous. Das heißt, meine Mutter ist krank geworden. Deine Mutter wird auch ohne dich gesund und dein Freund wird schon auf dich warten. Oh, bitte. Vielen Dank. Tja, Sie können sich sicher denken, worum es geht. Aber nein, worum? Also, das ist so. Es geht einfach darum, dass die Kollegin Januszkowa krank ist und dann wird sie eine ganze Zeit lang ausfallen. Ein Jahr mindestens oder zwei. Na, die jungen Mütter haben es heute gut, sagen wir zwei. Das heißt, der Gemüsestand wäre auf längere Zeit hin ohne. Und Sie wissen doch, wie wichtig er ist. Kurz und gut, wir wollten Sie bitten, wir wissen zwar, dass das nicht Ihre Spezialstrecke ist, aber es ist ja nicht auf Lebenszeit. Also, wir möchten Sie fragen, ob Sie einspringen. Na, Andulka, was sagen Sie? Wenn ich dort gebraucht werde, arbeite ich dort... Hab ich's nicht gewusst, auf Andulka ist Verlass. Ich danke Ihnen vielmals. Wenn ich aber nur eine bessere Lösung wüsste. Ja, was denn für eine bessere? Ich bin damit sehr zufrieden. Ist nur ein Tipp. Ich wüsste einen Leiter fürs Gemüse. Ein Leiter fürs Gemüse? Sie mir einen Tipp? Jemand von uns? Ja, Jirschinka. Die dort, die Jirschinka? Das kann doch wohl nicht ernst sein. Natürlich meine ich's ernst. Die Hirschinka, also wirklich, die kann man doch nicht als Leiter einsetzen. Geben Sie ja noch ein junges Mädchen zur Hilfe und Sie werden sehen, dass die Sache läuft. Sag du mal, das kann gar nicht laufen. Und wenn ich ja zwei geben würde? Ich hab doch recht, oder? Warum sind Sie so skeptisch? Sie ist sehr fleißig und sauber ist sie auch. Ja, sie ist fleißig. Und außerdem Kollege Karas, sie wird sich große Mühe geben, es zu schaffen. Sie ist aktiv im Jugendverband, da wird sie sich verpflichtet fühlen. Dagegen sagt ja auch keiner was. Dort kann man doch nicht, das heißt, auf diesen Gebieten muss man doch... Man kann doch dort nicht... Man muss doch dort... Sie hat ausgelernt, verkauft schon fast 3 Jahre selbstständig und da hat es nie gestört. Also weshalb ausgerechnet jetzt? Nicht ausgerechnet jetzt, sondern überhaupt. Und nun mach mal endlich den Mund auf, Willemek, und sag was. Ich bin dafür. Wofür? Dafür, dass man es probieren sollte. Entweder ihr seid beide verrückt geworden oder ihr habt es vorher miteinander abgesprochen. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich hätte da noch einen Vorschlag. Lieber nicht, ich weiß schon nicht, wie ich den einen runterwirken soll. Versuchen Sie es doch wenigstens eine Woche lang. Und wenn es nicht klappt, ich springe sofort ein. Was heißt eine Woche? Schade um diese Woche. Ich weiß doch schon heute, dass da nichts klappt. Sie müssen es wissen, Sie sind ja älter. Da hat man mal eine andere Meinung und schon macht sie einen zum Opa. Ich habe nicht gesagt, dass Sie ein Opa sind. Sie wirken nur manchmal so. Ist gut, Andulka, machen wir die Probe aufs Exempel. Bitte sehr, eine Woche lang können wir es probieren. Gut, sagen wir es ihr. Jirschinka, komm mal rein. Ich werde es ihr vorschlagen, aber sie wird ablehnen. Soll ich nicht lieber mit ihr sprechen? Nein. Sie wollen sie bloß einwickeln. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Ich mach das schon. Ist irgendwas passiert? Was soll passiert sein? Nichts ist passiert. Obwohl natürlich andererseits ist natürlich viel passiert. Hör mal, traust du dir zu, dass du das allein könntest, die Gemüseabteilung leiten? Was? Ich? Ich habe mich doch klar ausgedrückt, oder nicht? Ich habe dich eben gefragt, ob du den Gemüsestand mit all dem drumherum, ob du dir zutraust, den zu leiten. Ich traue mich. Sie traut sich. Sie haben richtig gehört. Sie hat gesagt, sie traut sich. Die kleine Hirschinka. Mein Gott, hat die Jugend heute ein Selbstbewusstsein. Na, was ist nun, ja oder nein? Nein, verstanden. Eine Woche lang probieren wir es aus. Hirschinka, eine Woche lang gehört dir das Gemüse. Weißt du, was das bedeutet? Weiß ich. Chef, machen Sie doch nicht so unglücklich. Ich bin nicht unglücklich, Andulka. Aber wissen Sie, was ich Ihnen nicht verzeihe? Dass Sie mich gezwungen haben, in meinem Geschäft so ein armes Würstchen den Chef spielen zu lassen. Und eins begreife ich überhaupt nicht. Was? Na, bevor Sie reinkamen, da hatten wir beschlossen, Sie gehen zum Gemüse, zumindest für die nächste Zeit, und seine Frau zum Feinkoststand. Und nun auf einmal stimmt Ihr für Hirschinka, verstehen Sie das? Das allerdings nicht. Was soll das? Die darf man nicht so hinknallen, die Äpfel. Soll ich sie vielleicht in Watte packen? Wenn das so ist, muss ich's ablehnen. Hast du gehört? Packen Sie sie wieder auf den Wagen. Wissen Sie was? Rufen Sie mal Ihre Chefin. Das brauche ich nicht. Das bin ich. Du musst den Kittel wechseln, denn so kannst du hier nicht rumlaufen. Was denn noch? Ich bitte dich. Da müsste ich ihn ja jeden Tag wechseln. 3. Was heißt 3? Na, 3. 3-mal wechseln. Oskar,
Oskar den Sellerie nicht mit der ganzen Erde reinbringen. Erst mal abspülen. Vielleicht wickle ich noch jede Knolle in Seidenpapier. Das nicht, aber die Fingernägel sauber machen, das könntest du wenigstens. Schließlich muss man hier besonders auf Hygiene achten. Ach ja, Kollege Chef, ich möchte gerne Bilder kaufen. Wozu noch mehr Bilder? Da hängt doch schon genug an den Wänden. Reicht das nicht? Das sind doch bloß Plakate. Aber ich möchte gerne Stillleben und Landschaften. Haben Sie das gehört? Stillleben und Landschaften. Ja, habe ich. Die bringt Schwung in den Laden. Herrschaften, ich melde, eben gekommen, Kastanien. Das ist phänomenal. Sie stottert immer noch. Und es wird auch immer mehr statt weniger. Und verkauft trotzdem gut. Bananen kommen morgen auch wieder. Wenn Sie lieber grüne, kommen Sie morgen Nachmittag. Guten Tag. Guten Tag. Meine Frau lässt vielmals grüßen und sie bedankt sich noch einmal wegen der vielen Mühe mit dem Quark. Und hier schickt sie Ihnen Knödel, eine kleine Kostprobe. Das Rezept ist sehr alt, noch von Ihrer Tante. Das kann ich doch nicht annehmen, das geht doch nicht. Sie machen damit meiner Frau eine große Freude. Die Schüssel hole ich morgen ab. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und vielen Dank. Guten Tag. Guten Tag. Ach, guten Tag. Ja, ich bedanke mich für die Brötchen. Sie waren gut. Das freut mich. Nun, wie ist es? Wollen Sie essen? Nein, es ging nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Sie haben an mich gedacht? Selbstverständlich. Ich an Sie auch. Umso schlimmer. Es steht ziemlich schlimm um mich. Schrecklich. Wenn ich mich nicht schämen würde, würde ich Sie zwingen, zur Strafe diese Quarkknödel aufzuessen. Und ich würde sie aufessen, wenn ich mich nicht schämen würde. Kommen Sie. Bitte. Darf ich? Setzen Sie sich doch. Essen Sie nicht mit? Nein, ich habe schon zu Hause gegessen. Guten Appetit. Dankeschön. Es ist jemand gekommen. Ich muss nach vorn.